Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ich muss ein bisschen ausholen, bevor wir loslegen. Ihr seht schon meine eckige Form von Molds and Shapes. Ich habe mir die Kintsugi-Form bestellt, weil ich was ausprobieren möchte und weil ich diese Form einfach total schön finde. Jetzt ist die leider noch in der Post. Also nicht, dass das an Molds and Shapes liegt, sondern an unserer Post. Das braucht aus Holland nun mal ein paar Tage. Und ich bin aber so neugierig, dass ich gesagt habe, nachdem ich ja meine kleinen Coaster hier ausprobiert hatte, die Runden, wo ich meinen Kintsugi quasi selber drauf gemalt habe, ich mache das Ganze einfach nochmal und habe mir quasi mit Konturenfarbe, wo kann man es sehen? Da. Ein Kintsugi-Muster da reingemalt. Dieses Muster ist auch angelehnt an die Form von Molds and Shapes, also so wie das Kintsugi auch wirklich nachher aussieht. Ich habe also ein bisschen abgekupfert, aber nur aus dem Grunde, weil meine Originalform noch nicht da ist. So, ich habe etwas, was ich ausprobieren darf und ich bin echt mega, mega aufgeregt und mega, mega gespannt, weil das ein Produkt ist, was es in Deutschland noch nicht gibt. Also noch nicht. Wenn ihr dieses Video seht, dann wird es das geben. Und an dieser Stelle deswegen, Achtung Werbung, ein Riesendank an die liebe Stefanie Etter von www.resin-kunst.de, die mir das nagelneue Hydroflow einmal zur Verfügung gestellt hat, damit ich es ausprobieren kann. Das ist momentan der Name und die Verpackung. Ob das so bleibt für Deutschland, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nennt es sich momentan Hydroflow Water-Based Casting Compound. Und dazu gibt es natürlich das Pulver. So, das Ganze ist also auch zwei Komponenten. Allerdings ist das jetzt nicht wirklich Chemie, ist also umweltfreundlich. Es ist halt super geeignet für Untersetzer, für ach, alles Mögliche, Seifenschalen und also komplett. Ja, und das probieren wir heute mal aus. Ich bin total gespannt. Ich möchte aber jetzt nicht einfach nur die Coaster damit vollgießen, sondern auch hier bin ich inspiriert worden. Und zwar habe ich ein Video von der großartigen Petra Jongblut gesehen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Und die hat nämlich auch schon das Ganze getestet und auch mit der Kintsugi-Form. Und ich kupfer das jetzt ein bisschen ab, aber ich muss mich da erstmal dran rantasten. Da ich, wie gesagt, auch nur eine sehr begrenzte Menge davon habe und jetzt hier nicht rumsauen möchte, sondern mir ja wirklich die Hauptmenge aufheben möchte, wenn meine Kintsugi-Form da ist, werde ich das Ganze jetzt nicht wie die Petra machen, mit Epoxidharz und den Rest einfach aufgießen mit dem Hydroflow, sondern ich werde quasi nur meine Elemente, die ich mit Hydroflow haben möchte, ganz dünn machen, einfach um Material zu sparen. Ihr seht meine Form übrigens noch nicht im Ganzen. Die ist natürlich hier, da ist sie. Ich habe die jetzt nur ein bisschen zur Seite gestellt, weil wir müssen ja auch noch anmixen. So, also ich ziehe mir gerade ein paar Handschuhe an, bereite alles vor und dann bin ich sofort wieder. So, ich bin vorbereitet. Ich habe Handschuhe an, obwohl man die natürlich hier jetzt nicht wirklich braucht, aber ich mixe hier und habe mit Farben zu tun. Ich habe meine kleine Waage, ich habe ein kleines Becherchen. Ich werde mir jetzt ungefähr 60 Gramm anmischen. Ich kann noch gar nicht wirklich einschätzen, wie viel das in diesem Becher ist, aber wir gucken mal. Man mixt das Ganze 1:1, also in Milliliter die Flüssigkeit und parallel die gleiche Menge in Gramm von den Pulvern. Das heißt, ich brauche jetzt ungefähr 30 Milliliter Flüssigkeit zu 30 Gramm Pulver. Meine Waage hat irgendwie kein Milliliter wirklich da, aber ich habe Unzen und eine Unze sind ungefähr 30 Milliliter. 29,5, also wenn ich auf eine Unze gehe, so wie jetzt, 1,07. Ich denke, damit fahre ich jetzt erstmal ganz gut. Das machen wir jetzt einfach so. Und jetzt mischt man sich diesen Teil erstmal mit Farbe und dann kommt das Pulver dazu. Jetzt kann man hier Acrylic-Inks nehmen, sowas halt. Ich nehme jetzt keine Epoxid- oder keine Alkohol-Inks, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sich das auswirkt. Da das auf Wasserbasis hier ist, macht dem ja Wasser nichts aus. Und deswegen habe ich hier von Arteza meine schönen Acrylfarben. Die habe ich mir irgendwann mal geholt und ich habe sie noch nicht mal aufgemacht. Auch wieder geil. Aber das machen wir jetzt gemeinsam auf. Und ich habe hier so eine schöne Farbe. Ich gehe auf Rottöne diesmal. Die Petra hatte was ganz Tolles mit Blau gemacht, aber ich möchte A nicht das gleiche machen, B wollte ich Rot unbedingt ausprobieren. Aus dem Grunde nehme ich jetzt ein bisschen
Red Rhine Artisa Craft Acrylic Colors. Das ist so ein, ich zeige euch das mal gerade. Ich habe hier so ein ganzes Set mit ganz, ganz vielen Farben. Ich habe früher ganz viel mit Acryl gemalt und habe ganz viele Farben von Schminke. Allerdings nicht so knatschig bunte. Aus diesem Grunde machen wir das jetzt mal so. Ein Tropfen erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Farbe ist, wie dunkel das Ganze wird. Ich möchte es auch nicht pink haben. Zur Not müssen wir ein bisschen Schwarz einrühren, was ich glaube ich hier gar nicht bei habe, oder? Nee, nur dunkelbraun. Naja, Schwarz habe ich noch unten. Also ihr seht schon, das wird eher Babyrosa. Man soll aber erst diesen Teil einfüllen und dann kann man nachher noch nachjustieren. So, das Ganze wird mir aber tatsächlich ein bisschen zu, ihr seht das, zu pink, ne? Ich bin ja wieder super vorbereitet, weil jetzt muss ich euch tatsächlich einmal wieder auf Pause stellen. Das macht für euch aber nichts aus, also bleibt dran. Ich muss nämlich mal ganz kurz meine schwarze Acrylfarbe holen. Denn in diesem Set ist tatsächlich alles drin, aber kein. Wir könnten aber mal Braun dazu probieren, oder? Ich habe hier ein ganz dunkles Braun. Ich möchte ja auch nicht so ein Grau. Gedöns haben. Wir versuchen das mal. Wir mixen jetzt mal unsere eigenen Farben. Das Van Dyke Brown, das ist ganz dunkles. Das könnte sogar ganz schön aussehen. Da komm schon. Nur mal zwei Tropfen rein und guck mal, was das gibt. Es wird auf jeden Fall schon dunkler und das könnte sogar ganz cool werden. Ihr habt nachher eine Bearbeitungszeit von, ich glaube, 10 bis 20 Minuten. Also die Bearbeitungszeit ist nicht allzu lange. Deswegen sollte man das auch vorher einfärben, dass man dann nicht ewig lange Zeit braucht. So, wir mischen das hier mal ganz vorsichtig durch. Und ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Das ist jetzt ein richtig schönes, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wirklich ein schönes dunkles Rot. Das gefällt mir sogar in der Tat schon gut. Mit Schwarz habe ich immer Angst, dass man das zu dunkel macht oder zu gräulich dann nachher. So, alles gut vermixt. Ich würde sagen, ja. Die beiden Farben lasse ich noch stehen fürs Nachjustieren. So, und jetzt machen wir die Waage wieder an, stellen aber diesmal auf Gramm. Die dauert immer einen kleinen Moment. So. Dann haben wir Gramm und jetzt kommt unser Pulver dazu. Das ist hier in so einem großen Beutel drin. Ich weiß auch noch nicht genau. 12. Dreiundzwanzig. 27. Ach Leute. 29. 29,78. Ich denke, das ist schon in Ordnung. So, das einmal wieder rein, das weg. Ich habe ein bisschen gekleckst hier. Und jetzt verrühren wir das mal. Weil ich jetzt ein bisschen unsicher bin, weil das sehr flüssig ist. Das ist extrem flüssig. Ich habe damit ja noch nie gearbeitet. Gucken wir noch mal gerade. Once you have mixed, ja, ach, das Doppelte. Ja, so viel dazu. Okay, Leute. Ist es nicht 1:1? Entschuldigt bitte. Ich arbeite auch das erste Mal damit. So, noch mal. 1:2, ein Teil Flüssigkeit, zwei Teile Pulver. Ich habe mich auch schon gefragt, warum das so extrem flüssig ist. Okay, ihr lacht euch jetzt alle tot. Wir machen noch mal 30 Gramm. Dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen nachher über haben, weil das ja zu viel ist. Aber wir gucken mal. 27. Ich hatte mich schon gewundert.
Stefanie, es tut mir leid. Solltest du dieses Video sehen, es tut mir leid. Ich habe mich echt verlesen vorhin. So, ich glaube, jetzt wird ein Schuh draus. Guckt mal. Jetzt kriegt das auf einmal eine ganz andere Konsistenz und macht Sinn. Und ich glaube, der Farbton ist sogar, ich überlege gerade, ob wir es noch ein bisschen kräftiger machen sollen. Ich möchte es eigentlich ein bisschen roter haben. Was habe ich denn noch Schönes hier? Ich habe noch ein Raspberry Red und ich habe noch ein Crimson Red. Ich mache noch ein ganz bisschen Crimson. Ich möchte es eigentlich mehr rötlich haben, weihnachtlich, so diese Richtung, aber auch nicht knallerot. Deswegen füge ich jetzt, wenn ich das Teil hier aufkriege, noch einen ganz kleinen Klecks Rot dazu. Ich hoffe, dass meine Farbmischung hier was wird. So. Mixen wir das mal ordentlich durch. Ist, wenn das passiert. So. Ich glaube, der Farbton ist ganz schön. Ich habe nämlich noch ganz tolle Flakes auch dazu. Ich zeige euch die jetzt mal gerade. Das sind diese hier, das sind so rötliche. Die werden wir auch benutzen. Und ich habe ganz tolle Holo-Flakes, so mit grün-pink-Glitzer drin. Deswegen glaube ich, ist dieser Farbton jetzt echt schön. Ich mache mal gerade hier mein Eingesautes weg. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Waage einmal beiseite. Und jetzt holen wir mal die Form ein bisschen näher, dass ich arbeiten kann. Ist immer noch sehr flüssig, aber ist was anderes, als wenn man mit Epoxidharz arbeitet. Und da kennt man die Konsistenz natürlich sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Ich habe mir gewisse Felder ausgesucht, die ich vollgießen möchte. Das wird jetzt nur eine ganz dünne Schicht hier werden. Und ich lasse euch jetzt in Echtzeit laufen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich das jetzt alles vorspule. Wenn euch das zu langweilig wird, spult einfach vor. Was ich noch nicht weiß, ist, wie man die Bläschen hier wegkriegt. Man soll dann so tappen wie bei Beton, aber das kann ich ja mit der kleinen Schicht gar nicht machen. Wir gucken mal. Vielleicht gehen die auch von alleine kaputt. Wir schauen mal.
Das verändert sich schon. Okay. Ich hoffe, die Bläschen gehen alle raus. Jetzt habe ich da wieder gematscht. Aber ich gucke mal gerade auf. Da wollte ich auch rein haben. Jetzt gieße ich mal so ein bisschen. Ich muss jetzt auch irgendwann mal hier ein bisschen Gas geben, ne? So, man soll jetzt so klopfen, damit die Bläschen aufsteigen und verschwinden. Ich habe noch was über. Es ist tatsächlich so, wenn man rührt, wird es wieder flüssiger. Es ist ganz witzig. Das ist echt witzig. Das wird fest und wenn man rührt, ist es wieder flüssig. Das ist jetzt wieder so meins. So, jetzt gießen wir noch gerade die Füßchen hier. Ich versuche mal zwei zu machen. Die werde ich nicht ganz voll kriegen, glaube ich. Das ist echt witzig. Das ist schon relativ fest jetzt. Und in dem Moment, wo ich es durchrühre, fließt es wieder. Gut. So, ich habe jetzt noch ein ganz bisschen über, aber ich habe auch alles soweit. Das hatte ich so ganz dünn gemacht am Anfang. Das sieht auch wesentlich pinker aus, ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie sich die Farbe noch verändert. Ob die so bleibt, dann ist es mir fast ein bisschen zu pink. Aber das sehen wir dann, ne? So. Wenn es eine Marmorierung drin ist, ist es auch nicht schlecht. Eine Luftblase will aber doch, jetzt ist sie kaputt. Sehr schön. Juti, wir sind fertig. Ich spiele hier noch ein bisschen rum. Ich habe tatsächlich meine 90 Gramm perfekt verbraucht. Und die anderen beiden Füße machen wir aus Harz. Dann haben wir nämlich so 2-2. Das finde ich auch ganz witzig. Dann hat man es nicht ganz so exakt gleich.
Und die nächsten Schritte erzähle ich euch, wenn wir sie machen, würde ich jetzt mal so behaupten. Das Farbenmischen, das kann ich schon mal vorab sagen, finde ich tatsächlich ein bisschen tricky, weil man ja eine Flüssigkeit einfärbt. Und ich wollte natürlich das Ganze jetzt nicht zu dunkel machen, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie sieht das nachher aus. Ich befürchte aber fast, dass mir das eigentlich viel zu pink geworden ist. Ich wollte eigentlich ein dunkles Weinrot haben. Ich hätte wahrscheinlich doch mehr Schwarz noch reinmischen sollen, um das Ganze dunkler zu kriegen. Aber da tasten wir uns langsam ran. Deswegen lieber die kleinen Mengen zuerst. Und wenn ich weiß, wie es geht, das ist ja genauso wie mit Harz, ne? Es ist ja kostbar und dann will man es ja auch nicht verschwenden. So. Wir haben es geschafft. Sieht ein bisschen pinky aus, aber wir lassen es trocknen. So, in ungefähr 2 Stunden ist es soweit. Dann könnte man quasi schon ausformen. Das wird jetzt eher so ein Alt-Rosé, was ich so auf meinem Stick sehe. Naja, gut. Wir lassen das so. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das ausgehärtet ist und wir uns um die anderen Teile kümmern. Die machen wir nämlich dann mit Harz. Und da bin ich sehr gespannt. Ich werde jetzt noch ganz kurz mein Geklecks hier wegmachen. Da habe ich ein bisschen rumgesaut. Oh, das ist schon bröselig. Das ist schon trocken. Okay. Das heißt, der Farbton ist auch relativ hell. Der bleibt jetzt auch relativ hell. Das macht aber nichts. Das machen wir weg. Und dann machen wir uns nämlich nachher etwas Harz. Mit dem Glitzer und dem Gedöns. Und dann, ja, sehen wir uns dafür wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Moment, ich stelle euch noch mal gerade so ein bisschen runter. So könnt ihr sehen. Das Ganze ist ausgehärtet und es ist ein bisschen später geworden. Ich war noch unterwegs gewesen. Ich habe mir jetzt gerade noch 90 Gramm Honey Resin angerührt und ich habe hier so einen mega tollen Glitter. Der ist ganz neu von Dippon Riva Ultra Shift Mirror Plate Flake. Das ist so ein total, ihr seht das hoffentlich, total geiler Ton. Entschuldigt übrigens das schlechte Licht. Ich habe hier oben in meinem neuen Raum super Tageslicht, aber ich habe noch keine Abendlampe. Deswegen ist es hier relativ dunkel. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir trotzdem zumindest die erste Schicht jetzt schon mal hier gießen. So, ich habe mir wieder das Honey Resin angerührt. Ich habe jetzt hier ein paar Flakes reingepackt, ein bisschen aufgegossen. Und wir füllen jetzt im Grunde genommen so ein bisschen unsere Formen hier aus. Auch wieder nur die erste Schicht. So, und gucken mal, wie weit wir kommen. Ob ich noch nachmixen muss oder nicht. Ich versuche mich auch zu beeilen. Den ersten Teil habe ich schon etwas gekürzt, damit ihr nicht so lange warten müsst, weil sonst wird es für euch echt langweilig. So. Da haben wir das. Jetzt kommt der Sternenglitzer noch. Da habe ich mir aber gedacht, schubse ich den Glitzer rein und mische das jetzt nicht großartig mit dem Harz. Der geht dann sowieso unter. Das heißt, wir bedecken das hier so ein bisschen. Hier kommt einfach, oh, ich sehe auch gerade schon hier wieder. Das levelt sich ja selber aus und da, wo was fehlt, hat man dann auch gerne mal eine Lücke. Also eine gewisse Grundschicht braucht ihr immer. Das Harz zeigt euch aber, wo was fehlt. So. Jetzt verteilen wir noch ein paar kleine Sternchen hier. Das haben wir auch. Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende.
Ich werde jetzt hier in mein Becherchen noch ein bisschen was anmischen für die beiden Füßchen. Ich würde sagen, die gießen wir nämlich jetzt auch direkt. So, wie viel brauche ich dafür wohl? Einmal das hier. Da verrühre ich den restlichen Glitzer, den ich da drin habe. Und wir nehmen ein bisschen von dem Merlot Red von Dippon. Das ist nämlich ein total schöner Rotton. Für euch sieht der jetzt sehr, sehr, sehr dunkel aus. Ich weiß das wohl, weil das Licht hier natürlich echt grottig ist. Aber das rühren wir uns gerade vorsichtig an. Ich bin ein bisschen außerhalb der Kamera, aber ich möchte nicht, dass mir irgendwie etwas Mica darunter fällt. Der sieht für euch jetzt echt extremst dunkelrot irgendwie, glaube ich, aus, ne? So dunkel ist der gar nicht. Ihr seht das morgen im Tageslicht. Es tut mir total leid, dass das jetzt für euch echt eine total doofe Beleuchtung ist. Ich glaube auch wieder, der Glitzer sieht für euch eher aus, ob ich hier so irgendwas Bräunliches reingeschubst hätte. Aber ist es gar nicht. So. Ich glaube, das war sogar relativ gut abgepasst. Ich habe noch einen ganz kleinen Rest, das ist aber nicht schlimm. So, brauche ich noch irgendwo was an klarem Harz? Ich muss jetzt einmal hier ganz kurz kontrollieren. Weil ich hier echt nicht gut sehen kann. So, hier ist alles gut. Hier fehlt der Glitzer. Da habe ich einen leichten Overflow von der einen Seite zur anderen, aber es passt alles noch. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Füßchen sind gegossen. Ich verteile den Glitzer hier gerade noch ein bisschen, dass der überall gleichmäßig ist. Da waren noch so ein paar kleine Bröckchen sozusagen. Der Glitzer ist super schön. Der ist super schön. So, das hier ist unsere Konturenfarbe. Hier auch. Glitzer ist soweit verteilt, Lücken haben wir auch keine. Ich denke, so können wir es für heute lassen. Was ich jetzt gerade noch mit meinem kleinen Rest hier mache, weiß ich noch nicht. Ich habe nämlich tatsächlich noch ein bisschen was über. Vielleicht mache ich jetzt ganz schnell noch ein Lesezeichen oder so. Mal schauen. Man will ja Reste nicht verschwenden. Dementsprechend habe ich hier so eine ganz tolle, Moment, Lesezeichenform. Und ich denke, bevor ich irgendwas wegschmeiße, füllen wir die noch gerade. Gut. Wir sehen uns morgen für die finale Schicht. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Einmal ganz kurz hier Bläschen platzen lassen. Ja, Vorsicht mit dem Bunsenbrenner. So. Da können wir noch ein paar Sternchen schubsen. So. Willkommen zurück. So, es ist der nächste Morgen. Das Ganze ist jetzt schön ausgehärtet. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera. Nein, ihr könnt das nicht sehen. Das hier. Jetzt muss ich aufpassen. Ach, ich muss euch das nachher beim Entformen zeigen, glaube ich. Das schimmert grün-rot. Also mega, mega, mega schön. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass die mir hier nicht aus der Form rausploppen. Das Bewegen das ist nicht gut gewesen. So, vorsichtig wieder reindrücken. Das entformt sich nämlich schon super schnell.
Das wollen wir natürlich nicht. So, ich drücke mal gerade hier ein bisschen runter. Ich habe mir jetzt einfach etwas Harz wieder angerührt. So, mal gerade gucken, dass die auch wirklich schön gerade aufliegt wieder. Man soll die Form ja auch in Ruhe lassen. So, ich habe mir Harz angerührt und habe es mit diesem Merlot Red, was wir gestern auch schon hatten, eingefärbt. Und ich hatte ein bisschen transparente Farbe in so einem Rotbraun noch, die habe ich genommen, damit das Ganze mir nicht zu pinkig wird und mit Maikas, also mit Pulvern selber, das Harz wirklich deckend einfärben. Dann braucht man schon eine ganze Menge. Hier habe ich jetzt zwei ordentliche Spitzen reingemacht und eben ein bisschen transparente Farbe noch, um das Ganze so ein bisschen transparente Farbe. Naja, ich habe, sagen wir so, die ist nicht transparent. Ich habe so wenig reingemacht, dass sie transparent ist. So, ich glaube, das ist etwas besser. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt echt ein richtig schönes, schimmerndes Rot. Hat so ein bisschen eben was von dem. Ja, und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir gießen einfach auf. Gut, das haben wir. Das war's für heute Morgen. Ich hoffe, ich habe extra das Honey Resin genommen. Also das kann man natürlich auch mit dem B20 super auffüllen. Ist natürlich eine günstigere Variante oder mit dem 100p ist das auch super von Dippon. Ich habe jetzt das Honey Resin genommen, einfach aus dem Grunde, weil das Honey Resin oftmals nach 6 bis 8 Stunden schon entformbar ist, dann ist es zwar noch weich, aber wenn ich heute Abend in 12 Stunden gucke, dann ist das gut. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Honey Resin zu nehmen, weil ich damit einfach schneller entformen kann. Dann müssen wir noch den nächsten Schritt machen. Den zeige ich euch dann. Ich habe also noch ein bisschen was an dem Kurs davor. Ja, und damit ich nicht bis morgen warten muss, gab es jetzt heute das Honey Resin. Willkommen zurück. Wir können entformen. Ich musste hier mal ein bisschen rücken, weil ich da noch was Gegossenes stehen habe. Ich habe schon mal die ersten Füßchen aus der Form genommen und habe natürlich auch direkt gematscht. Ne? Das ist wieder so typisch ich. So sieht das Ganze aus. Es ist, wie gesagt, nicht so dunkel geworden, wie ich es ursprünglich haben wollte. Das muss ich einmal ein bisschen schleifen. Ich habe tatsächlich Harz an meinen Fingern gehabt. Das ist schon mal ein Füßchen, was wir in Rot gegossen haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt schon entformen können. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Das ist definitiv hart. Das ist ja von gestern. Das ist einfach nur ein rotes Füßchen. So, und jetzt versuchen wir mal. Ich habe ja heute Morgen gegossen. Sollte eigentlich soweit sein. Wir versuchen es. Wenn nicht, muss ich es nochmal in die Form zurück. Naja, die Form zurück geht jetzt nicht mehr. Wir gucken mal. So, ganz vorsichtig. Spannung steigt. Es ist noch biegsam, also ich muss es tatsächlich gleich auch noch mal lagern, dass es sich gerade legen kann. So. Und hier, na komm schon, vorsichtig raus. Biegsam ist es noch. Seid ihr bereit? Ich bin total gespannt. Und wow, guckt euch das an, das sieht ja cool aus, oder? Mega cool, das gefällt mir richtig gut. Die Linien bleiben natürlich jetzt nicht so. Ich habe ja keine Kintsugi-Form im klassischen Sinne gehabt, sondern musste die ja selber machen. Aber das sieht ja schon mal cool aus. So, das lege ich jetzt einmal schön gerade hin, beziehungsweise wir legen es auf die Seite, weil die ist schon hart, dass ich das nochmal schön gerade biegen kann. Ich mache auch schon Fingerabdrücke hier drauf. Deswegen habe ich Handschuhe an. Aber ich bin so neugierig. Ich kann noch nicht so oft lang. Ich kann auch nicht so lange warten bis morgen. So, jetzt holen wir die auch raus. Das Gute ist ja, dass die Unterseite wirklich hart ist. So. Die ploppen schon aus der Form. Achtung. Guckt mal, wie cool. Und je nachdem, wie das Licht fällt, schimmert das jetzt so golden-grün und rot. Richtig geil finde ich das.
Total schön, oder was sagt ihr? Wir sind ja aber noch nicht fertig, ne? Wir sind ja. Ach, ich sehe nur gerade hier, ist mir Harz drunter gelaufen. Seht ihr das? Die Fläche sollte eigentlich. Das war, wo mir das aus der Form geploppt ist. Na, mal gucken, ob ich das noch irgendwie abschleifen kann oder so. Schauen wir mal. Ich hatte doch die Form so quer gehalten, um euch was zu zeigen. Und dabei hat sich das gelöst. Hier genauso. Da ist mir ein bisschen was drunter gelaufen. Kriege ich abgeschliffen. Das ist kein Problem. Aber cool. Und die letzten beiden. Das kommt davon, wenn man seine Form nicht in Ruhe lässt. Ich wollte euch den Glitzer zeigen. Das war eine ganz doofe Idee. Am besten nichts machen. So. So soll das aussehen. Mega. Ich finde es total geil. Ich finde es richtig, richtig schön. Ja, wohin ich das lege, ist eigentlich egal. Das springt mir hier schon fast entgegen. Und auch hier ein ganz bisschen. Aber ja, das schleife ich in Ruhe. Das lasse ich jetzt auch erstmal aushärten. Aber wenn ich jetzt, ich kann jetzt diese Seite schleifen, das ist nicht das Problem. Aber die Seite ist noch nicht hart genug, deswegen lasse ich das erstmal so. Aber cool, oder? Dieses Hydroflow muss man auch noch versiegeln nachher. Also das ist wirklich ganz wichtig. Wir sind also noch nicht am Ende angelangt. Aber ich wollte euch das erstmal soweit schon mal zeigen. Also das hier ist schon mal mega geworden. Und jetzt lassen wir es erstmal noch ein bisschen liegen, bis die Seite wirklich hart ist. Und dann machen wir den nächsten Schritt. Ihr Lieben, leider hat meine Kamera versagt, als ich den Rest filmen wollte. Es ist zum Mäusemelken. Deshalb bekommt ihr jetzt leider schon in dem Falle das fertige Ergebnis zu sehen. So sehen sie jetzt aus. Ich finde, die sind total cool geworden. Ich hätte das Rot gern ein bisschen dunkler gehabt, aber nichtsdestotrotz finde ich die super so. Und zwar jetzt will ich euch aber auf jeden Fall noch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe aus meinem Bastelfundus noch einen Folienkleber gehabt, Metallic-Effekt Folienkleber. Den habe ich an diesen Stellen hier aufgetragen und ich hatte auch noch diese Deko-Metallflocken, also da einfach dieses normale Bastelblattgold. Das habe ich mir quasi dran geklebt, alles Überschüssige mit einem Pinsel weggemacht. Dann hatte ich noch so ein paar kleine Mini-Flöckchen, die sozusagen noch drauf lagen. Die habe ich ganz bewusst gelassen, weil ich das ziemlich cool fand, dass das so ein bisschen gesprenkelt ist und nicht alles so total steril und mega sauber. Deswegen habe ich die draufgelassen, habe das Ganze trocknen lassen und bin dann hingegangen und habe, weil dieses Hydroflow muss man versiegeln, ich hatte, auch wieder aus meinem Bastelfundus, noch von DecoArt diese Farbe, wetterfest und lichtecht, farblos transparent. Damit habe ich das Ganze zweimal eingepinselt. Beim ersten Auftragen saugt das Hydroflow tatsächlich auf. Das wird also dunkler und sieht richtig nass aus. Trocknet dann wieder. Beim zweiten Auftrag war das nicht mehr der Fall. Das heißt, das war richtig schön versiegelt. Das ist jetzt also wirklich soweit fertig und auch wärmebeständig bis 120 Grad. Ja, und so können wir sie lassen. Die Rückseite ist eben ganz normal mit Epoxidharz. Die Stellen, die ich diesen Underflow sozusagen hatte, da ist mir ja ein bisschen, weil ich ja euch die Form gezeigt hatte, dann ist das so ein bisschen rausgeploppt, konnte ich nicht mehr wegschleifen. Deswegen habe ich an diesen Stellen wirklich das Gold drüber gemacht. Da war ich dann, habe ich ein bisschen getrickst. Hier auch, da war überall so ein bisschen Harz. Da habe ich einfach das Gold drauf gemacht. Gut. So sieht das Ganze aus, so ist das fertige Ergebnis und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe noch ein zweites Video in Planung. Vorab, ach genau, vorab noch eine wichtige Info. Bei meinem zweiten Video, bei meinem zweiten Test ist es mir dann aufgefallen. Hier hatte ich ja quasi nur eine dünne Schicht gemacht und habe das mit Harz aufgegossen, weil ich Material sparen wollte. Ich habe das Mischungsverhältnis falsch gemacht. Das ist mir wert bei meinem zweiten Versuch dann aufgefallen. Ich hatte euch gesagt, es ist 1 zu 2, also ein Teil Flüssigkeit, zwei Teile Pulver. Das stimmt nicht. Es ist 1 zu 2,5. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also ich habe quasi zu wenig Pulver genommen, deswegen war es auch extrem flüssig. Was hier jetzt überhaupt nicht schlimm war, nur die anderen, mein zweiter Versuch, das erzähle ich euch jetzt schon vorab, die sind noch nicht ganz fertig, da habe ich quasi alles mit Hydroflow gemacht. Da ist meine Rückseite jetzt ziemlich huppelig geworden und nicht schön glatt, weil ich einfach viel zu viel Flüssigkeit drin hatte. Das macht sich bemerkbar auch im Trocknungsprozess. Normalerweise kann man dieses Hydroflow nach ungefähr 2 Stunden, 2 bis 4 Stunden, je nachdem entformen.
Bei mir liegen sie jetzt schon 12 Stunden und sind immer noch nicht ganz durch, weil, wie gesagt, viel zu viel Flüssigkeit drin ist und dann bekommt man kein glattes Ergebnis. Die Unterseite, die schöne Seite wird glatt sein, nur die Rückseite ist hubbelig. Aus dem Grunde also nochmal die Info, Mischungsverhältnis 1 zu 2,5. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen soweit und ja, seid gespannt auf meinen zweiten Versuch. Da habe ich nämlich noch was ganz Besonderes ausprobiert.